Oida, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Mittwochabend. Ihr seht das Video am Donnerstag, am letzten Tag vom Event. Geht raus, nutzt es nochmal aus. Ich hoffe, ich bin den ganzen Tag unterwegs. Hängt vom Wetter ab, weil die letzten 2 Tage war es richtig schlecht. Also, ich hoffe, am letzten Tag geht da noch was, weil ein paar EPs kann ich noch machen, obwohl meine Ressourcen fast am Ende sind. Also, ich bin echt gespannt, was ich da noch rausholen kann. Ansonsten habe ich jetzt in der Zeit, wo es geregnet hat, ein bisschen nachholen können, ein paar YouTube-Videos geschaut, vom GoFest zum Beispiel, was ja nicht so gut ankam, was eigentlich voll der Fail war, seien wir mal ehrlich. Und irgendwie hat jeder YouTuber da so ein meine Meinung Video zu dem GoFest gedreht und die waren irgendwie fast alle identisch, also echt lustig eigentlich anzuschauen. Nicht, dass ich jetzt auch eins machen muss, weil ich war ja nicht da, also meine Meinung ist relativ egal. Aber ich habe noch das Material vom Samstag, wo wir da gefarmt haben am Bordeauxplatz und das GoFest mit live beobachtet haben und zugeschaut haben und gehört haben, was für ein Fehler das war. Das habe ich noch nicht verarbeitet, weil am nächsten Tag kam ja direkt das Event, wo doppelt alles ist. Da habe ich schnell meine ganzen Sachen verschickt, meine Response und bin raus und habe 2,2 Millionen EP am den Tag gemacht, also. Dementsprechend habe ich hier noch das Material vom Samstag und da blende ich jetzt ein paar Clips ein und dazwischen gebe ich auch meine Meinung ab zum GoFest. Von unserer Sicht halt aus, wie der Livestream so war und keine Ahnung, einfach so Sachen. Aber jetzt erstmal auf zum Clip. So, wir haben nicht mal eine Runde gedreht, wir haben gesehen, die Module laufen. Dachten wir uns, steigen wir aus. Patty meint, er hat schon genug Bälle, wir werden es sehen. Zum Glück laufen die Module, das heißt, ich muss die nicht schmeißen. Noch nicht. Noch nicht. Schauen wir mal, wie lange die noch laufen werden. Die warten auf dich. Das sind private Module. Ich glaube schon. Ropey and Care. Naja, klingt sehr komisch. Schauen wir mal. Ich bin bereit. Oh mein Gott. So was? Muss fit. Da müssen wir es fit. Ja. Das ist echt gut aus. Ja, und der erste Treffen, der sagt, nach einem Monat oder dann siehst du da wieder erstmal. Es füllt sich. Wie viel Uhr ist es? 42. 18 Minuten noch, dann geht's los. Schauen wir mal. Also, das Event, also das Fest, war relativ gehypt, sogar hier bei uns. Es waren echt eine Menge Leute am Start. Werdet ihr später, glaube ich, noch genauer sehen. Und es hat sogar ein paar verlorene Kollegen zurück aus dem Schatten gebracht. Alex, Dimi und Tati natürlich. Mehr zu denen später. Das Event an sich. Oder das Fest, keine Ahnung, wie ich das genau nennen soll. Auf jeden Fall die Challenge. Also, wir wussten nicht genau, was da los ist, was wir eigentlich machen sollten, was wir machen mussten, wie das genau ablaufen wird. Also, es gab verschiedene Vermutungen. Und zum Beispiel, dass nach dem ersten Zeitfenster direkt der erste Bonus, der freigeschaltet wird, direkt aktiv ist und so. Dementsprechend sich das Farmen dort mehr lohnt. Weil, wenn nicht, dann ist es einfach nur ganz normal am Bordeaux-Platz farmen, was wir halt immer machen. Und ironischerweise dann, weil da waren echt eine Menge Leute am Start. Wirklich echt eine Menge. So viele Leute habe ich schon seit Ewigkeit nicht gesehen am Bordeaux-Platz. Und ironischerweise am nächsten Tag, am Sonntag, wo alle Bonis freigeschaltet waren, alles doppelt, waren halt nur noch wir dort. Und die ganze Mengenmasse war wieder verschollen. Obwohl das eigentlich der Tag sein sollte, wo jeder hätte spielen müssen. Und der Tag davor war eigentlich relativ nutzlos. Ob jemand an dem Tag spielt oder nicht, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Aber an dem Tag, wo alles freigeschaltet wurde, da war keiner am Start. Also das war voll der Fail von den meisten, die ihr da im Video seht. Von den Randoms halt, den Casuals. Aber auf jeden Fall war recht verwirrend. Niantic hat sich da nicht ganz klar ausgedrückt, was eigentlich nicht so toll war. Hätten sie auf jeden Fall besser kommunizieren sollen. Aber uns relativ egal, wir sind einfach Farmen gewesen, so wie immer. Für uns hat es keinen Unterschied gemacht. Und nebenbei haben wir halt einen Blick auf den Livestream geworfen. Ja, ich muss leer ran, jetzt ist nicht so gut. Echt viele Leute am Start, oh mein Gott. Ja. Echt viele Leute wieder am Start, fast wie früher, oder? Auf jeden Fall. Und ich habe leider ein Eisgeschenk bekommen. Erstmal danke, aber erstens habe ich echt keinen Bock und zweitens habe ich eigentlich gar keine Hand dafür früher. Also.
Schauen wir mal. Ich muss das jetzt schnell essen, bevor die Challenge anfängt. Ob ich da bereit bin und dann schauen wir mal, ob das. Also jetzt in der halben Stunde passiert eh, glaube ich, keine Veränderung für uns. Aber danach möglicherweise hoffentlich direkt der erste Bonus freigeschalten. Und dann hoffentlich drei verschiedene Bonis. Das wäre echt saftig, wenn alle drei freigeschaltet werden. Oh ja. So, ich habe hier zwei geschmissen. Ich habe den Bot-Account auch noch umbenannt, damit die Module besondere Namen haben. Den habe ich jetzt mal Euderhong genannt. Im Verlauf des Abends werde ich da noch ein paar witzige Namen springen lassen. Gerade gelesen, Niantic refunding Tickets und giving $100 worth of Pokécoins. Weil die ja, so krass. Aber nicht um. Ja, aber angeblich. Angeblich, okay. Weil es wohl so viele Probleme gab. Ich öffne ein Ei für einen Fan hier. Er braucht Chanerga oder Ergodactyl, glaube ich. Naja, immerhin, ja. Geht schon. Also, wie gesagt, Event oder Challenge, was auch immer das war, war für uns recht unspektakulär. Hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Also, man hätte eigentlich gar nicht kommen müssen. Also, für die ganze Mengenmasse, die da gekommen ist, das war eigentlich völlig umsonst. Aber war trotzdem chillig. Sowas machen wir halt ständig. Für uns macht das echt keinen Unterschied. War echt Alltag eigentlich. Aber viele Zuschauer getroffen, viele von euch. Das freut mich immer, also echt eine Menge von euch. Also das hätte direkt eigentlich ein, also das hätte direkt ein Hong Meet and Greet sein können, Fan-Treffen, weil so viele von euch habe ich getroffen. Was mich natürlich freut, aber das war eigentlich echt umsonst, dass wir da gekommen sind. Am nächsten Tag, wie gesagt, da hätten alle kommen müssen, aber da war keiner mehr dann da, außer die Hardcore Grinder, so wie immer. So, ich wollte das Modul-Handy, das Modul-Account, den Modul-Account auf super saftig umbenennen, aber Name nicht mehr verfügbar. Schade. Benutzt schon lieber. Was da los? Super saftig 2. Schauen wir mal. Ja, ja, super saftig 2. Und? Alles klar. Die Sekunde laufen die Module auf. Super saftig 2. Gewesen. Ich habe gerade hier, oh mein Gott, warte, ich habe gerade Neuigkeiten aus Chicago von den Informanten hier. Ja. Was ist? Was Jungs? Laut Twitter haben die verlassen tausende Leute gerade das Ding. Das Event ist echt jetzt? Ja, ja. Und Niantic hat irgendwie gesagt, die Leute, die dort sind, kriegen irgendwie $100 in-game zurück an Coins. Oha. Und die Eintracht-Ticket werden zurückerstattet. Ja. Okay. Und rein im Chor alle Weekend Play, Weekend Play. Ja, das habe ich auch gesehen. Oha. Das Netz abgekackt, oder? Ja, das war relativ klar. Also. Die tausende Spieler verlassen das Gelände. Sogar beim Verlassen des Geländes stehen sie gerade an. Ja, ja. Kommt mal raus. Krass. Ja. Das ist schade. Hätte ich auch mit Tati Ding. Ja, wir haben ja nur mit Tati wetten müssen. Wieso? Ja, wir haben gesagt, dass die Niantic das Event verkackt. Nein, ihr habt gewettet, dass die Server abschmieren. Ach so, ja. Ja, das in dem Sinne, ja, das Netz schmiert halt ab. Ja, ja. Aber nur dort, ja. Nicht hier. Also, Niantic hatte eine Menge Probleme, was schade ist. Und die haben auch versucht, das zu lösen, was eigentlich voll korrekt ist. Coins im Wert von 100 Münzen. Coins im Wert von 100 Euro oder $100, was auch immer, haben die Leute dort bekommen. Und ihr Ticket wurde erstattet. Was krass ist, weil so macht Niantic eigentlich voll Minus mit dem Event. Das waren zwei echt korrekte Sachen, also Daumen hoch dafür. Aber dann kam etwas, was totaler Bullshit ist, was ich gar nicht verstehen kann. Jeder hat ein Lugia geschenkt bekommen. Geschenkt. Also wenn mir ein Lugia geschenkt werden würde, ich würde es direkt wegschmeißen. Direkt verschicken. Ich will meine Pokémon selber fangen und nichts geschenkt bekommen. Zweitens. 100% Fangarte, was absoluter Bullshit ist, habe ich letztens, also im Video gestern bereits erwähnt, das ist der größte Bullshit, den ich jemals gesehen habe, 100% Fangarte, blend hier nochmal ein Bild ein von jemandem, der hat, keine Ahnung, 60 Arctos gefangen, 40 Lugia, das ist wahrscheinlich auch alles mit gelber Berge, weil 100% Fangarte, und selbst Mystic 7 hat 12 Arctos gefangen, also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist echt der größte Fail, den Niantic bisher gebracht hat. Also, das taugt mir echt absolut gar nicht. Ihr merkt schon an meiner Reaktion hier. Also, das finde ich echt. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet.
und was ihr allgemein vom GoFest findet, wie ihr das fandet, was ihr da mitbekommen habt. Und habt ihr da an dem Tag auch krass gefahren wie wir? Und wurdet ihr dann enttäuscht, weil an dem Tag eigentlich gar nichts kam für uns? All dies unten in die Kommentare. Ansonsten habe ich hier noch einen letzten Clip von Tati. Ein paar von euch fragen, wo der ist, was der macht. Also ihr fragt auch nach den anderen Jungs, aber mehr zu den anderen Jungs demnächst. Das hätte ich eigentlich Tati fragen sollen. Er hätte es am besten erklärt, was mit den anderen ist. Im Grunde genommen, die sind tot. Aber Tati ist aus dem Schatten zurückgekommen. Und mehr zu ihm jetzt. So, der Abend neigt sich dem Ende zu. Dritte Challenge läuft gerade, oder? Ja, das wäre perfekt, danke dir. Viele Zuschauer heute getroffen. Tati wurde auch erkannt. Tati, hast du den Fans was zu sagen? Danke, dass ihr mich denkt, Mann, ich komme wieder. Aber Honk verarscht mich die ganze Zeit, Mann. Wow, was da warst du, Mann? Ja, klar, du tust mich in eine Schublade mit den anderen Versagern da, oder? Nein, Mann. Okay. Danke euch, Jungs, ohne Scheiß. Ich gebe mir Mühe, Mann. Ich komme wieder. Was passiert, wenn Doppel-EP-Event jetzt kommt? Ja, was soll ich sagen? Ich stehe unter Druck. Ich muss Level 40 werden. Welches Level bist du jetzt? Ich bin 39. Oh. Also demnächst mehr von dir, oder? Muss ich ja wohl. Naja, wird schon. So, das war's. GoFest an sich. Keine Ahnung, Flop oder Top. Ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dort. Müsst ihr die anderen YouTuber anschauen, die dort waren. Aber wir waren hier und haben sozusagen auch teilgenommen. Was meiner Meinung nach aber voll der Fail war. Weil das war nichts anderes als ganz normales Farmen. Aber hat mich trotzdem gefreut, dass so viele Leute da waren. Also Pokémon Go lebt noch, ist nicht tot, ist gerade richtig im Hype. Hat mich auch echt gefreut, dass so viele von euch da waren. Müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen. Und ihr habt Tati gesehen. Mal schauen, ob er Level 40 geschafft hat demnächst. Aber ansonsten war's das. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Nutzt das Event natürlich noch aus. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.